Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den DSC Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag, Anstoß 13:30 hier im Revierpowerstadion. Bis dato haben wir für das Spiel 13.500 Tickets abgesetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Aus Bielefeld erwarten wir circa 2.500, vielleicht 2.800 Fans. Soweit zur Zuschauerzahl. Nachdem wir gestern schon die erfreuliche Bekanntgabe hatten, dass die Firma Eisenbach Tresore bei uns die Premium-Partnerschaft bis 2017-18 verlängert hat, haben wir auch den kommenden Spieltag mit einem Sponsorenspieltag versehen. Der Hauptsponsor Netto Markendiscount wird den Spieltag begleiten. Unter anderem wird es in der Halbzeitpause einen Bubble Ball geben. Das ist dieses Spiel, wo die Herrschaften in transparente Gummibälle eingehüllt sind und Fußball spielen. Die Herrschaften spielen um einen Motorroller, der im Werte von 1.500 Euro zu Buche schlägt. Das heißt also, wenn sich jemand nicht nur für Fußball interessiert, sondern auch noch nach Hause fahren möchte, sollte auf jeden Fall auch nochmal eine Karte kaufen. Das von meiner Seite aus. An meiner Seite Cheftrainer Gert-Jan Verbeek und Sportvorstand Christian Hochstetter, die eure Fragen erwarten. Kurzes Handzeichen, Mikrofon wird gereicht und dann geht's los. Philipp Rentsch macht den Anfang. Herr Verbeek, der dritte Teil der englischen Woche steht an. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Startelf von Dienstag gegen Düsseldorf dann auch die sein wird, die das Spiel gegen Bielefeld beginnen wird? No, ich habe keine Prozenten, aber es wird natürlich schwierig heute, um etwas auszuprobieren, weil es natürlich das schlechte Wetter und den schlechten Platz. Wir werden morgen mal sehen, wie es geht. Ja, und alle sind gut durchgekommen, nur Tobias Weiß ist krank und alle anderen sind bereit und fähig zum Einsatz. Weiter geht's. Michael Eckert. Vielleicht knüpfen wir da an. Gibt's denn... kann ja eigentlich keinen Grund geben für Sie, irgendwas zu ändern momentan, so gut wie das gelaufen ist in Düsseldorf. Nee, das stimmt nicht. Nicht alles ist gut gelaufen. Wir haben 1-0 Rückstand gehabt. Ja, und man muss auch die individuellen Spieler individuell beurteilen. Ja, und man muss auch den Gegner beobachten und eine Analyse machen und sehen, was das Beste ist für die Mannschaft. Wir haben immer gesagt, wir haben nicht nur 11 gute Spieler, aber wir haben mehrere Leute, die konkurrenzfähig sind, die auch gerne spielen wollen und können. Ja, und das ist ein großer Vorteil, weil man einige Spieler hat mit unterschiedlichen Qualitäten. Das hat der Trainer von Düsseldorf auch schon gesagt. Der Trainer von VfL konnte offensiv wechseln. Und das habe ich gemacht. Philipp Rentsch nochmal. Vielleicht nochmal mit einer ganz anderen Frage weiter. Ich habe gesehen, dass am Dienstag Thomas Eisfeld nach seinem Tor Richtung Trainerbank gelaufen ist. In dem Tumult habe ich so ein bisschen gesehen, dass Raimund Liebrechts, Ihr Co-Trainer, dort geherzt wurde. Der ist ja jetzt wieder ein bisschen dabei. Jetzt sagen Sie mal, wie wichtig der auch für Sie ist als Vertrauter. Sie arbeiten ja jetzt schon länger zusammen und offensichtlich kommt er ja auch gut in der Mannschaft an. Wie wichtig ist das, dass der jetzt auch wieder dabei ist seit 2-3 Wochen? Es ist immer wichtig, wenn in einer Mannschaft, ob das jetzt die Spieler sind, ja, oder die Trainer, ja, man redet immer über Teamwork, ja, und da ist nicht nur Raymond Libres oder der Cheftrainer wichtig, da ist auch der Torwarttrainer Peter Greiber, ja, und Jörn Menge, der von der Krafttraining, und Stefan und Jens, der dazugekommen ist im Winterpause. Bei Abwesenheit von Raymond. Thomas Reis, der bei der Jugend arbeitet, ja, weil ja auch öfter jugendliche Spieler da sind. Ja, und wenn man Namen nennt, muss man immer aufpassen, dass wir einen nicht vergessen. Ja, also Recep, ja, der Daten analysiert. Ja, Christian Brozzo, der Analyst, der Videoanalyst. Also ich habe einen ausgebreiteten Staff.
Das haben wir auch gesagt, das ist Unterteil von der Professionalisierung von VfL. Wir wollen nach oben und da muss man professionalisieren und da muss man Spezialisten haben und so langsam wird es immer sichtbarer, dass die Spezialisten auch ihre Arbeit gut verstehen und ihre Arbeit gut machen. Und die sind auch Teil des Erfolgserlebnisses von VfL. Raimund Liebrechts auch den Vertrag verlängert? Trainer Verbeek hat ja jetzt verlängert. Ja, wenn das soweit ist, dann werden Sie das erfahren. Gibt es weitere Fragen? Ihrerseits, Michael Ecker nochmal. Hallo, ich bin Christoph Kamburis von der WAZ auch und bin ein kleiner Statistikfreak. Das letzte Mal, dass der VfL in der englischen Woche alle drei Spiele gewonnen hat. Am Ende stand als Belohnung der Aufstieg. Sind Sie mit Aberglaube ein bisschen konfrontiert, dass es diesmal genauso sein könnte? Nee, das interessiert mich gar nicht. Solche Statistiken, da kann ich nichts mit. Das ist eine ganz andere Umstände mit einer ganz anderen Spieler und ganz andere Zeit, mit anderen Trainer. Also das interessiert mich wirklich nicht. Solche Statistiken, nee, das kann ich nichts mit. Die Statistiken, die ich von Reggie bekomme, ja, wer sagt, wie wir unser Laufen machen, welche Tempo laufen, welche Sprints, wie viele Kilometer wir gelaufen haben, solche Statistiken, die nehme ich ernst. Aber was in der Vergangenheit passiert ist, das ist mir egal. Dann vielleicht was anderes. Sie haben nach dem Sieg in Düsseldorf gesagt, ich wusste, dass die Fortuna unser Pressing nicht durchhalten kann. Was trifft sowas auch? Kann man sowas auch über Bielefeld sagen? Oder wie denken Sie in Bezug auf Bielefeld darüber? Ist das eine andere Nummer? Wenn wir das machen, was uns stark macht, dann ist da keine Mannschaft in die Lage, um das 2x45 Minuten hinzukriegen. Weil das kann man so viel trainieren, wie man will, das reicht nicht. Aber ab und zu braucht man auch nichts, 2x45 Minuten das hinzulegen. Ja, weil wenn die Düsseldorfer 2-3-0 geführt hätten, dann wäre es schon eine andere Geschichte gewesen. Ja, aber wir haben auch schon die erste Halbzeit gut gespielt. Und da mussten die viel laufen. Das haben die gemacht. Aber man weiß, dass auf dem Moment reicht das nicht mehr. Ja. Und das ist die Qualität von Bochum. Ja. Dasselbe ist es gegen Bayern München. Man probiert es, man schafft das eine lange Weile. Und leider haben wir dann auch noch mit 10 Mann weiterspielen müssen. Aber im Endeffekt, wenn Bayern einen guten Tag hat und lässt den Ball laufen, dann müssen wir noch mehr laufen. Manchmal sagen die, mit Reggie Bauch, habe ich dann unser Data-Analyst, der sagt dann auch, der Gegner hat mehr gelaufen als wir. Ja, die müssen immer hinter dem Ball hinlaufen. Ja, es ist nicht immer so, der Mensch, der am meisten läuft, dass das Spiel auch gewinnt. Es ist nicht unwichtig, um viel zu laufen. Aber wenn man ein gutes Positionsspiel läuft und spielen lässt, braucht man oft auch nicht so viel zu laufen. Dann kann der Gegner im Schnitt mehr gelaufen haben. Aber wenn wir dann 13-0 führen, ist das okay. Und für die Bielefelder, das war deine Frage, wird es auch so sein, wenn wir in der Lage sind, um uns Spiel zu spielen, und das werden die natürlich verhindern probieren, und wir halten das fest und wir hören nicht auf, das kann sein, wenn die Pressing machen, und wir hören auf, Fußball zu spielen, dann wird es schwierig. Aber wenn wir das Vertrauen haben und sagen, wenn das Spiel geht über 2x45 Minuten, man braucht nicht in die ersten 10 Minuten oder 20 Minuten das Spiel zu gewinnen, in die letzten 20 Minuten wird das Spiel gewonnen. Also ist es an uns, um das zu zeigen, dass wir in der Lage sind, auch die volle 90 Minuten das Spiel zu bestimmen, unser eigenes Spiel zu spielen. Dann sind die Voraussetzungen zu gewinnen, sind zum Größten. Und das ist die Aufgabe. Darum bin ich auch nicht so interessiert, wer spielt bei Gegner oder mit welchem Taktik die spielen oder auch welchen Organisationen. Weil oft, da sieht man auch, jetzt kommen auch wieder einige Verletzte und eine Spieler war spendiert, gelb-rote Karte gehabt.
Ja, also man weiß nicht genau, wer spielt. Man kann sich vorbereiten, man kann sich einige Spieler angucken und natürlich machen wir das. Vielleicht ist das 0,5% oder 1%, aber das kann genug sein, um das Spiel zu gewinnen. Aber am meisten muss man, ja, den meisten Einfluss hat man auf eigene Spieler und eigene Mannschaft. Und die muss man vorbereiten. Und wenn wir das gut machen, ja, dann sind wir schwierig zu schlagen. Gibt es weitere Fragen? Ja, dann vielleicht noch ein Zitat nach Düsseldorf. Da hieß es dann von Ihnen, wir haben immer noch nicht ganz unser Leistungspotenzial ausgeschöpft. Wo sehen Sie denn da Luft nach oben? Ist das ein Zitat von mir? Habe ich gelesen, irgendwo. Ja, man muss nicht alles glauben, was du liest. Frag nicht, was du selbst schreibst. Ja, ich habe es nicht geschrieben. Ich weiß es nur nicht, wo ich es gelesen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gesagt habe. Nee? Weil wie soll ich sagen, spreche ich noch nie. Okay. Vergessen wir das. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt habe oder dass ich irgendwo das gelesen habe. Also. Und Zitaten sind damit gefährlich, ja? Ein Zitat ist immer ein Unterteil von einem Kontext. Ja, ja. Ja, und ich muss dann immer den Kontext lesen und wissen. Weil ich sage nie etwas, ja, ich schreie nicht etwas, ja, ich habe oft eine Geschichte zu erzählen, ja, ich habe Argumenten, ja, und wenn man dann ein Ding rausholt, dann hat man eine Aussage, eine Quote, ja, aber das wird immer falsch interpretiert. Noch mehr Dinge für den Kontext. Nochmal der Kollege von der Watz. Nochmal dann zu dem Thema, gäbe es denn irgendwo noch Luft nach oben aus Ihrer Sicht? Auch wenn das Zitat so nicht gefallen ist. Ich glaube, wir haben noch 10 Spieler. Das sind 30 Punkte. So viel Luft haben wir noch. Und nicht jetzt mal rechnerisch gesehen, sondern vom Spielpotenzial her? Ja, ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir die letzte... Wie lange sind wir jetzt schon... 8. Ungeschlagen? 8 Spiele. 8 Spiele. Davon haben wir 4 gewonnen und 4 Unentschieden gespielt. Was auch wiederum rechnerisch wäre. Was, von der Mannschaft her, ja, was könnte denn da noch verbessert werden? Man, das zeigt doch, dass wir immer noch in die Entwicklung sind, dass wir immer besser werden. Wir haben jetzt einige Spiele gehabt, wo wir mit Gegenschlagen gut umgehen können. Ja, wir haben 2-0 geführt, 2-2, haben wir 3-2 gewonnen. Wir haben gezeigt, dass nach dem 1860 München enttäuschend war und auch noch einen Elfmeter verschossen haben, haben wir das Elfmeter vielleicht noch mehr, mit mehr Druck schon reingeschossen. Wir haben jetzt 1-0 rückwärts gelegen und haben dann das Spiel gedreht und 3-1 gewonnen. Also ich glaube schon, dass wir insgesamt über die ganze Saison bis jetzt noch immer in einer Entwicklung sind, wohin wir immer länger und besser und auch mental stärker herauskommen aus dem Spiel. Ja, wenn ich vor einem Jahr zurück hier gerade angefangen wäre, ja, ist der Schritt, den wir genommen haben, sehr groß. Zum Vergleich von letzten Jahr und dieser Zeit. Wir haben jetzt schon 39 Punkte mit nur 10 Spielen zu gehen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall sein sollte, ich warte noch mal kurz ab, bis die Herrschaften zu Ende geschrieben haben, aber ist so, gut. Dann sehen wir uns am Sonntag hier wieder, 13:30 Uhr ist Anstoß.